Punkt 10 am Freitag, dem 26. August 2016. Hier meldet sich Berlin, hier meldet sich Admiral Markets. Jens Schanowski ist mein Name. Willkommen zu Forex und CFDs täglich. Punkt 10, jeden Tag ein Trade. Hier tradet Deutschland mit unserem Daytrader des Tages. Es ist am Freitag immer der Dirk. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Morgen. Wir legen direkt los. Titel haben Sie gesehen und zweite Folie bei Admiral Markets immer Risikohinweis. Es geht bei uns immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch, der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten, Hauptgrund Hebelprodukte zu traden, leider aber auch, wenn Ihre Strategie am Markt nicht aufgeht und Sie auf der falschen Seite sind vom Markt, Ihre Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie am besten mit einem Demokonto, machen Sie sich mit dem Trading, dem Hebeleffekt, der Handelssoftware und dem Risikomanagement ausreichend vertraut und wenn Sie sich dann nach einiger Zeit sicher fühlen, gerne mit einem echten Konto weiter loslegen. Keine Anlageberatung bei Admiral Markets. Wir richten uns an den selbstentscheidenden Anleger und Trader, Execution Only auf Neudeutsch. Wenn wir einen Marktausblick machen oder weiteres mehr, ist es immer nur eine allgemeine Marktanschauung, ohne dass wir Ihre persönliche Situation dabei berücksichtigen können. Also nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Kompletten Warnhinweis können Sie auf unserer Webseite nachlesen. admiralmarkets.de/risikohinweis, hier als blauer Link auch einmal aufgeführt. Insbesondere bei Punkt 10 bitte auch nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen, darum geht es nicht. Es geht nur darum, zusammen einen Blick über die Schulter eines langjährigen Traders zu werfen. Wie screent er die Märkte? Wie bekommt er die Trading-Idee? Wie managt er den Trade? Und so weiter und so fort. Ja, eben erwähnt, heute wird gleich der Dirk in wenigen Augenblicken übernehmen. Ansonsten 5 Tage, 5 Trader. Jeder hat seinen eigenen und anderen Stil. Das ist nicht besser oder schlechter. Wenn es Ihre Zeit erlaubt, gerne also auch mal an den anderen Tagen um Punkt 10 live dabei sein. Wenn Sie es zeitlich nicht schaffen, wenig später unsere Videoaufzeichnung auf unserem YouTube-Kanal zum nochmal anschauen als Video auf YouTube. Ja, reden ist Gold. Wir haben nämlich etwas zu sagen. Über 11, 12 Live-Webinare in der Woche. Und September ist nahe. Im September haben wir sogar ein weiteres tägliches Webinar. Also ich glaube, wir kommen im September auf insgesamt 60, 70 Webinare. Es startet am 1. September die Trader-Ausbildung von 0 auf 100, vom Zero to Hero. Für alle, die sagen, ich möchte traden, habe aber an den einen oder anderen Punkt noch Wissenslücken, da machen wir ein tägliches Webinar, täglich um 18 Uhr. Wir starten wirklich bei Null. Was ist Börse? Was ist Trading? Warum ändern sich Kurse? Unterschiede Aktien zu Optionsscheinen, zu Forex und CFDs, die Handelssoftware, der erste Trade, Stop-Loss und so weiter und so fort, 22 Schritte, dass Sie wirklich dann zum Ende September mit dem Trading loslegen können, wenn Sie möchten. Wir helfen Ihnen mit unserer Expertise. Wie immer, alle Webinare kostenfrei. Sie dürfen sich hier, wenn Sie möchten, über den Link, den Sie sehen, gerne anmelden. Vieles spricht für uns, zum Beispiel unser Bestseller DAX 30, verlässlicher Spread, ein Punkt von 8 bis 22 Uhr. Das Ganze ohne zusätzliche Kommission, das Ganze ohne Requotes, ohne Stop-Mindestabstände oder Mindesthaltedauer oder sonstige Barrieren. Wenn Sie da mehr zu erfahren möchten zu den ganzen Vorteilen auf admiralmarkets.de, finden Sie natürlich das alles Weitere. Ja, mit uns sprechen dürfen Sie natürlich auch. Der Kundenservice ist Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr per Telefon oder der eingeblendeten Nummer erreichbar, rund um die Uhr per E-Mail und der eben angesprochene YouTube-Kanal hier als Adresse, als URL-Adresse einmal eingeblendet. Ein Teilnehmer hat gefragt, Sie dürfen sich natürlich immer interaktiv in den Webinaren beteiligen. Diese Woche hatte Citrix, die Webinar-Software, leider ein paar Probleme. Am Dienstag und am Donnerstag gab es Punkt 10 leider nicht. Da gab es einen Ausfall, nicht weil wir nicht wollten, sondern Citrix als Webinar-Software-Anbieter hatte globale Serverprobleme. Da ging leider gar nichts. Pardon, wir waren nicht schuld. Tücken der Technik. Man steckt nicht drin. Heute klappt alles wunderbar. Und Citrix ist in der Regel extremst zuverlässig. Wir sind 5 Jahre mit Webinaren dabei in Deutschland. Und das war jetzt das erste Mal, dass solche globalen Probleme bei uns aufgetaucht sind. Aufgrund von Citrix. Daumen drücken, dass es künftig immer geht. Das als Hintergrund. Donnerstag und Dienstag gab es keinen Punkt 10. Heute sind wir live dabei. So, das war's von mir. Und damit sage ich schönen guten Morgen oder guten Tag, Dirk Wojciechowski. Guten Morgen war heute schon um 8.30 Uhr mit Guten Morgen DAX. Und jetzt, hallo, guten Tag, der neue Trading-Tag, deine Trading-Ideen. Du hast das Wort, du hast den Bildschirm. Hallo, lieber Dirk, leg los. Einen schönen guten Morgen. Ja, wie du vorhin so schnell Punkt 10 gesagt hast, bin ich richtig hochgefahren, hochgeschreckt. Es ist genau Punkt 10, so soll es ja auch sein. Wir haben heute Morgen schon des Öfteren natürlich den DAX thematisiert, auch heute Morgen im Guten Morgen DAX-Webinar. Und jetzt hier beispielsweise auch schon mal eine zweite Position hier in den Markt gegeben. Wir haben hier bei 10.507.9 hier einen Long, gerade mal mit 10 Punkten Stop-Loss. Ist immer die Frage, wie lange sowas hält, weil es recht knapp bemessen ist. Es gab heute Morgen schon ein paar kurzfristige
Dips bzw. ja, Abtaucher, zumindest in Richtung 10480. Wir schauen mal, gerade jetzt nicht nur im Tageschart, sondern im kurzfristigen Bereich, wo wir vielleicht noch ein paar Anhaltspunkte auch sehen können, rein aus der technischen Natur her, wo wir auch idealerweise dann eher dementsprechend einen Stop-Loss dann mal platzieren. Und wenn wir jetzt ganz bevor wir in den kurzfristigen Bereich gehen, nochmal kurz hier auf diesen Tageschart hier schauen. Wir haben ja hier die Aufwärtstrendlinie, die wir im DAX auf dem Tagesbereich noch bis dato noch halten. Und wir haben die Abwärtstrendlinie, die wir auch in dem kurzfristigen Bereich hier als Tagesnadel bei 10.380er in diesem Bereich hier kurz angerissen haben, nach oben wieder verlassen haben, relativ stabil. Dann gehen wir in den Bereich des 4-Stunden-Charts und sehen auch hier beispielsweise einmal, wie wir uns da in diesem Aufwärtstrend entlang hangeln. Ja, also dieser Aufwärtstrend, der hier bis dato zwar schon ein, zwei Mal mit diesem heute starken Abriss hier unten schon mal angetestet wurde, aber bis dato kämpfen wir noch damit. Der ist aktuell auch gehandelt, also sprich die Rückeroberung und das Halten dieses Aufwärtstrends zusätzlich hier mit dieser kleinen Long-Position. Es ist also ein Lot. Man kann natürlich, wie immer dargestellt, zwei oder drei Lots aus dem Grund auch schon handeln, dass man sagt, bei wenigen Punkten im Plus kann man bereits dann schon anfangen, mit dem ersten Lot rauszugehen und den zweiten und dritten Lot dann nachzuziehen vom Stop-Loss her. Sprich jetzt bei einer Buy-Order, sprich einer Kauf-Order, Long Order natürlich dann dementsprechend den Stop-Loss von unten nach oben nachziehen. Wir gucken mal jetzt in den 15-Minuten-Bereich, explizit da allein schon mal, weil man das hier auch mal noch ganz gut sieht. Wenn man hier in die letzten Nadeln, in die letzten Candles mal reinschaut, dann haben wir einmal festzustellen, bei diesem ersten Dip heute Morgen hier ein Low von 10.480.1. Bei der nächsten Candle haben wir bereits ein Low von 10.482.6 und bei der nächsten Candle ein Low von 10.489.5. Also wenn wir das jetzt noch mal weiter reduzieren auf das 5-Minuten-Chartbild, haben wir zumindest einmal jeweils immer ein höheres Low, auch im 5-Minuten-Bereich übrigens noch sauber nochmals zu erkennen. Also auch dort hat das, ups, jetzt habe ich die falsche Linie benutzt, die lasse ich jetzt mal stehen. Trendlinie wollte ich haben, da haben wir sie. Und da sieht man dann nochmal, wenigstens wenn man das ein bisschen einzeichnet, auch nochmal den zusätzlichen Trend. Ich bleibe aber im 15-Minuten-Bereich, um das hier nochmal weiter fortzuführen. Wir haben jetzt beispielsweise die Möglichkeit, aufgrund dieses Setups, wir haben ja hier eine relativ schöne, starke Nadel mit einer langen Lunte zumindest, zwar auf beiden Seiten, Unentschlossenheit derzeit noch. Aber zumindest gucken wir, dass wir in diesem Bereich hier auch nicht allzu weit Futter nach unten geben. Dementsprechend bleiben wir knapp im Messen, gehen lieber nochmal mit dem zweiten Versuch nach, sollten wir nochmal nachdippen. Also es ist ein kurzfristiger, schneller Trade, der einfach mal hier als erste zwei Trades des Tages hier auch versucht wird. Sollten das eben nicht fruchten, werden wir zumindest knapp ausgestoppt. Zwischenzeitlich hat man schon mal einen weiteren vor einem paar Minuten noch gehabt, vor 10 Uhr im Bereich 9,45 bis 9,55 gab es nochmal die kurze Aufrissbewegung hier. Das sind Zeiten, wo man eigentlich sofort diese Trades dann mitnimmt, diese Punkte einsammelt. Was ist im weiteren Tagesverlauf zu erwarten, gerade was den DAX angeht, aber auch andere Equities, also Aktienindizes. Wir haben heute Frau Yellen. Frau Yellen tritt an die Mikrofone, zumindest weltweit wird sie da auch wieder beobachtet. Wenn sie etwas zur Zinsentwicklung sagt, bumm, und schon ist der Stop-Loss gezogen. Dass sie nämlich heute möglicherweise ein paar Ausführungen zu der Zinspolitik beabsichtigt zu tun. Das kann also jetzt letzten Endes passieren und dementsprechend auch noch für weitere Unsicherheit bis hin zu 16 Uhr, wo die Rede dann anfängt, nochmal zusätzlich bringen. Also, heutige Vorgehensweise, letzten Endes kleinere Bewegungen versuchen abzufischen. Und möglichst auch eng begrenzt zu bleiben, so wie das eben gerade hier auch vorgeführt war, auch wenn es 10 Punkte minus eben jetzt gerade gab, kassiert wurden. Die sind zwar heute Morgen hier bereits schon eingesammelt worden, also mit anderen Worten ist man jetzt, also von meiner Seite zumindest, aktuell leicht mit 2 Punkten gerade mal im DAX Plus. Das ist lächerlich natürlich, aber es ist immerhin ist es noch eine positive Nummer. Und das soll eigentlich auch so bleiben. Denken Sie daran, es ist bald Wochenende. Das ist jetzt erstmal die erste Version, die es heute zu beobachten gilt. Diese jeweiligen DAX-Schritte sollen also
mit einem weiteren Dip nochmals beobachtet werden. Wenn wir hier in Richtung der 10,480 nochmal runterknicken, können wir hier nochmal gucken, ob diese Marke hält und die dann nochmal als Long-Version handeln. Eine Version. Zweite Version ist die bereits schon im Markt sich befindenden zwei Shorts auf den Standard & Poor's 500. Auch die wurden bereits schon mal in einem guten Morgentags-Webinar vorgestellt. Die behalten weiterhin hier ihre Gültigkeit, sind mittlerweile auch auf den Entry mittlerweile abgesichert. Das heißt also sogar die 21917er, die ist hier runtergezogen worden schon auf die zweite Short-Position, die über 21787 hier eingegangen wurde. Natürlich sind das hier kleine Positionen. Sie können natürlich je nach Größe Ihres Accounts wesentlich mehr Lots hier handeln. 2, 3, 4, 5, 6, von mir aus auch 10 Lots, je nachdem, was für ein Account Sie haben. Da können wir nicht reingucken. Es muss aber im Verhältnis stehen. Also achten Sie jedes Mal wieder peinlichst genau auf das Risiko, was Sie im Markt letzten Endes haben. Ich behalte das immer mit dem Beispiel bei. Es sind 10.000 Euro im Account und dementsprechend sollten Sie dann mit einer 1%-Regel oder mit einer 0,5%-Regel, was das Risiko angeht, handeln. Soll also heißen, bei 10.000 Euro haben Sie 100 Euro Risiko mit einer 1%-Regel, bei einer 0,5%-Regel haben Sie 50 Euro Risiko beispielsweise. Wenn Sie das mehrfach am Tag so handhaben, dann bleiben Sie wenigstens halbwegs dort auch in dieser Waage, dass Sie nicht in die Richtung, also in die Gefahr eines Drawdowns zu schnell kommen, wenn Sie sich daran halten. Je nachdem, wenn der Account natürlich unter die 10.000 heruntertrudelt, ist die Risikogröße dementsprechend mathematisch gesehen natürlich anzupassen. Ist dann keine 100 Euro mehr bei 1%, sondern dementsprechend dann 98 Euro, 95 Euro, je nachdem, wo Ihr Account eben gerade steht. Wichtig auch, das obendrein so zu sehen, dass man beispielsweise auch draußen im Markt mal schaut, was da die Profis machen letzten Endes, Großhändler, die sich dann diese Vorgaben peinlichst genau halten, würden sie sich nämlich beispielsweise nicht daran halten und mit zu hohem Risiko handeln, wie manch Privater, hätten sie ihre Kündigung wahrscheinlich relativ umgehend auf dem Tisch. Gut, wir bleiben jetzt mal in dem weiteren Drehverfahren und Drehsetups wollen wir auch zusätzlich beleuchten und vorstellen. Und da habe ich heute Morgen selber schon einen verpasst, und zwar beim Gold. Da habe ich heute Morgen sogar beim Guten Morgen DAX Index Webinar auch noch kurz davon gesprochen, was man dazu nutzen kann als aktuelle quasi Linie, Haltelinie, dass wir hier auch hier ähnlich ein paar höhere Hochs jeweils gefunden haben. Und dieses tiefste Tief, was wir hier in der Candle haben, ist bei 13.1803. Das wäre ein Stop-Loss-Niveau ein ideales gewesen. Heute Morgen im DAX, wie wir noch davon gesprochen, nicht rechtzeitig reagiert und jetzt ist der Gold-Trade hier schon ein paar Dollar zumindest nach oben gelaufen. Man muss natürlich jetzt nicht unbedingt hier da noch hinterherlaufen. Das ist wie mit Costolanis Straßenbahn, wenn die abgefahren ist, dann lassen wir sie fahren, wir rennen nicht hinterher, es kommt die nächste. Und so ist es dann auch beim Handelsgut. Wenn es nicht Gold ist, dann ist es dann vielleicht der DAX, dann ist der S&P 500 oder ein anderes Währungspaar. Gut, diese zwei, drei Werte behalten wir im Auge. Ferner habe ich hier noch den Bund Future immer mal wieder vorgestellt. Hier bleibt die Pending Order enthalten. Das ist die 167,98 auf dem Short. Aus dem Grund, weil wir, wenn wir in den Bund Future reinschauen, an diesen Marken sehr oft schon gescheitert sind und mehrfach hoch schon in den Bereichen der 168,13 und 168,05 gemacht haben. Aus diesem Grund, aus diesen Marken hier knapp vor der 168er-Grenze hier mal einen Shortversuch, sollten wir da hineinhandeln. In die 16 Uhr rund um die Yellen-Rede, wo es vielleicht nochmal kurzfristig hier auch nochmal Bewegung geben kann, dann könnten wir vielleicht Glück haben, dort rein zu gelangen in den Trade. Und abgegrenzt ist er letzten Endes abgesichert, ist er dennoch knapp, 168,20, einfach aus dem Grund, dass uns sowas Ähnliches hier nicht passiert und wir möglicherweise irgendwo sehr viel, sehr schnell Geld verlieren, je nachdem, wo wir halt eingestiegen sind. Die Ausführungen, die dort gerade in Bezug auf alles gelten, auf den S&P 500, auf den Bund Future, auf den Goldkurs bzw. Goldpreis und auch auf den DAX, sind letzten Endes
wie viel Macht man den Worten Frau Jelen auch zusprechen mag, letzten Endes ist trotzdem wichtig. Achten Sie darauf, dass Sie um 16 Uhr rum da vielleicht nicht unbedingt sofort neue Positionen eingehen, sondern erstmal warten, was da über die Ticker kommt, was Frau Jelen dazu überhaupt zu sagen hat, ob das bei diesem Zinsgespenst bleibt, was man da sich ausdenkt und trotzdem nicht erhöht, oder ob sich tatsächlich jetzt etwas in Richtung November bis zum Jahresende nochmal tut. Ich glaube es ja nicht, aber eine Überraschung ist immer gut. Ja, wir wollen es knapp halten bei Punkt 10. Wer hat die ein oder andere vielleicht noch Fragen hat, vielleicht auch was diese Punkte angeht, was das Risikomanagement angeht, beziehungsweise Money Management, gerne noch dazu. Heute Morgen gab es auch nochmal kurz eine Frage zu einem Gap. Vielleicht kann ich das auch nochmal ganz kurz mit aufgreifen. Gerne, die Fragen werde ich aber managen. Die Information für alle, die das erste Mal dabei sind, in allen Webinaren von Admin Markets dürfen Sie sich interaktiv beteiligen. Ihre Fragen tippen Sie bitte. Wir sind immer 100, 200, 300 Teilnehmer, je nach Webinar. Da gibt es immer Hintergrundgeräusche, wenn da alle den Ton hätten. Deswegen ist der Ton für die Zuhörer, die Teilnehmer ausgeschaltet. Nur die Moderatoren dürfen sprechen, aufgrund der Gründe, die ich gerade genannt habe. Und wir gucken, was Sie getippt haben, und wir lesen es dann nach und nach vor uns im Live-Webinar die Antwort. Auch übrigens bei der Trader-Ausbildung, die im September startet. Also wenn Sie da sagen, Sie haben auch Fragen, sind Ihre Fragen in den Webinaren willkommen. So, die Fragen für heute. Erste Frage zu einer Linie in deinem Chart. Was ist das für eine grüne Linie in deinem Chart? Ist das ein Indikator? Eben, ich glaube, da warst du im DAX, hattest du eine grüne Linie. Kannst du die kurz mal erläutern, bitte? Die hier wahrscheinlich dann. Wenn ich rechte Annahme gehe. Also genau. Ich ging ja nochmal auch von den Tageschart zum Beispiel aus. Das gilt natürlich vom Tageschart. Die Handelsplattform zieht diese jeweilige natürlich in das Zeitfenster mit, ist klar. Das ist der Moving Average, der EMA, der Exponential Moving Average. Und der ist hauptsächlich eher auch interessant auf Tagesbasis, also meiner Ansicht nach vor allen Dingen. Wenn man hier beispielsweise in den Bereich der Indikatoren ja hier reinschaut, findet man ihn hier unter Bereich Tendenz Moving Average, und der hier eben gerade hier sich befindliche EMA wird hier dann in den jeweiligen Perioden dann einzuzeichnen sein. Standardperioden sind beispielsweise, wenn man auf Tageschart mal schaut, um zu gucken, wo eben dieser exponentiell kleine Durchschnitt ist hier, haben wir im Bereich der 200er zum Beispiel eine. Es gibt auch noch dann die 100er, die sehr oft herangezogen wird und genutzt wird. Und obendrein dann noch eine 55er und eine 20er und eine 9er. Also so Standardeinstellungen, die man auch übrigens auch zusätzlich noch aus ein paar anderen Indikatoren kennt, wenn man auch noch auf weitere Durchschnitte zurückgreifen will. Der EMA in diesem Fall hier, was den DAX angeht, 200er, ist hier nochmal parallel markiert mit einer blauen Linie, die nochmal eine Zusatzunterstützung hier in dem Fall nochmal bietet, unterhalb weiterer Fibo-Marken, die wir hier oben schon auch blau markiert haben, heute Morgen im DAX-Webinar auch schon mal kurz ausgewiesen. Das heißt also, das sollen Unterstützungsstufen in diesem Fall hier sein und die immer noch als zusätzliche weitere Unterstützung, die da bereitsteht. Das zur Frage. Dann, der Punkt Gap, im DAX haben wir auch intraday einen Abwärtstrend. Wenn du dazu etwas sagen möchtest, im DAX haben wir auch intraday einen Abwärtstrend, und dann den Gap, wenn du den auch nochmal thematisieren möchtest, sehr gerne. Im DAX haben wir intraday einen Abwärtstrend. Das ist soweit richtig bis dato. Wir schauen erstmal gerade am besten in dem Fall auch schon mal in kurzfristigere Gefilde rein, wenn wir hier sehen, was hier in den letzten Candles passiert ist. Im 15-Minuten-Candle haben wir den auch noch nach wie vor intakt. Zum Beispiel auch, wenn wir mal die große Kerze hier mit der dann doch Unentschlossenheit, die diese Kerze ja auch ausdrückt, weil wir ja beide Dochte nahezu fast in gleicher Länge auf beiden Seiten der Kerze haben, die ja eine Unentschlossenheit aktuell im Markt hier auch nochmal zusätzlich ausdrückt, haben wir natürlich diesen Abwärtstrend, der hier noch nach wie vor hier auch noch nicht gebrochen ist. Also diese Kursmarke rund um diese 10,5 bis 10,480 ist zumindest für den heutigen Handelstag und die nächsten Handelsminuten auch eine Möglichkeit, sehr viele Punkte in sehr schneller Zeit zu verlieren, wenn man jetzt 2, 3 bis 10 Trades macht. Natürlich ist hier guter Rat immer teuer, aber das heißt wohl eher, dass man sich nochmal auf einen Dip nochmal quasi lauert, dass man auch nochmal hier diese Bestätigung nochmal sucht, dass man in dem Bereich hier nochmal zusätzlichen Long, jetzt wie beispielsweise hier jetzt gerade gesehen, auch nochmal eingibt. Also das nur mal als den Abwärtstrend, der ist auf jeden Fall auch noch vorhanden. Das wird ein Kampf im heutigen Handelstag sein. Der gestrige Handelstag hat auch schon bei den USA gezeigt, dass wir hier
Lauerstellung haben. Das ist nicht ohne, was hier heute vielleicht kommt, 16 Uhr. Deswegen haben sich auch Großinvestoren, die nun mal auch die Volumina in die Märkte bringen, bis dato sehr zurückgehalten. Was das Thema Gap angeht, es gab da noch ein paar Ausführungen vielleicht im Nachhinein noch zu geben. Gap von der Handelsstruktur, was von der Brokerseite natürlich angeht, ist klar, das wurde heute von beispielsweise von Roman mal erklärt heute Morgen. Gap jetzt allgemein, was die Bedeutung angeht in der Chartlehre, gibt es natürlich unheimlich viele Ausführungen zu den jeweiligen Gap-Typen, ja, sogenanntes Breakaway-Gap oder Exhaustion-Gap, Common Gap und so weiter. Was haben die jeweiligen Indikatoren und auch Theorien und auch Chartformationen alle gemeinsam? Man muss in die Statistik blicken, wie oft haben sie tatsächlich gefruchtet. Eins ist zumindest beim DAX vor allen Dingen gerade natürlich klar, dass wir, wenn wir eine Eröffnung um 8 Uhr haben und wir einen Aufwärtsgap, also einen Breakaway Gap hier in dem Fall auch dann haben und sagen, hier dieses Breakaway Gap, also nicht heute Morgen, sondern als Beispiel jetzt mal, können wir dann als ein quasi als ein Gap Close Trade möglicherweise jetzt hier reinbringen, dass wir auf den Gap Close, auf die Kurslückenschließung dann letzten Endes spekulieren. Die Chancen stehen zumindest besser, als wenn wir ganz nackt ohne irgendeine Idee auf einen Trade springen und in den Markt gehen. Also auf jeden Fall, Gap Close hat sich bis dato zumindest von meiner Seite relativ oft bewährt. Vor allen Dingen, wenn man dann aber auch sagt, dass man rechtzeitig sich hier aus dem Markt verabschiedet, sprich entweder mit einer Pending Order, mit einem Take Profit in der Handelsplattform das schon bereits eingrenzt und sagt, hier werde ich automatisiert mit meinem Gewinn rausgenommen. Und parallel natürlich auch mit dem Stop-Loss ausgebremst, falls es eben nicht funktioniert. Das zu der Ausführung, was noch für den Gap, für die Gaps ausstand. Die weitere Kursverhalten, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den DAX jetzt hier noch blicken, wenn wir auf die heutigen Daten mal schauen, nur mal im Vergleich den DAX zu sehen, immer mal wieder auch mit dem Eurostoxx und auch immer mal wieder mit dem S&P 500, also mit seinen großen über ihn schwebenden Konkurrenten quasi, was die Volumina angeht und die Wichtigkeit angeht, dann sehen wir beispielsweise beim DAX trotz dieses Kursverhältnisses von 10,5 im Vergleich zu den anderen, die ja schon, vor allen Dingen der S&P ist ja auf neue Rekordhochs gelaufen, ist der DAX im Kursgewinnverhältnis teurer. Das heißt also, hier ist etwas festzustellen, dass sich hier in den letzten Handelswochen immer weiter mitzieht. Das Kursgewinnverhältnis beim DAX ist höher als beim S&P 500, obwohl der S&P 500 neue Rekordhochs gemacht hat. Das nur mal so als zusätzlich Fundamentales hineinfließen lassen. Gut, also diese DAX, diesen DAX-Trade, den haben wir zwar jetzt hier den ersten mit dem Stop-Loss versemmelt. Auch hier wird zu sehen sein, was wir jetzt hier in den nächsten Handelsminuten nochmal als Chance bekommen. In dem Bereich dieser Aufwärtstrendlinie kann man nochmal ein Long-Szenario hier versuchen. Aktuell ist es noch in der Mache, deswegen erst nochmal Finger weg. Sollten wir nochmal in die Richtung abtauchen, kann man hier in dem Bereich der 61,8er FIBO-Marke und auch dieses Aufwärtstrends, kurzfristigen Aufwärtstrends nochmal einlangen. Außerdem obendrein aber auch bitte knapp begrenzt. Also keine Punkte verschenken, denken Sie dann, es ist Freitag, wenn Sie über die Woche schon beispielsweise Punkte zusammen gesammelt haben, dann versuchen Sie diese auch zu halten und nicht am Wochenschluss alle aus dem Fenster zu schütten. Das wäre sehr schade. Gut, ja, wir wollen es knapp halten. Also vielen an meiner Dank. Stelle. Genau, ich wünsche auch schon ein schönes Wochenende. Ich weise nochmal darauf hin, ab, ich glaube Donnerstag ist der 1. oder Mittwoch, ich weiß es nicht, der 1. September auf jeden Fall. Die Trader-Ausbildung ab dann jeden Börsentag, wie jeden Werktag um 18 Uhr vom Sevo Tohiro von 0 auf 100. Forex und CFDs verstehen und traden, aber nicht nur das, sondern auch die Börse allgemein verstehen. Wir holen wirklich weiter aus und nehmen sie wirklich beim Startpunkt 0 mit und bringen Sie in 22 Schritten jeden Börsentag, wenn Sie denn möchten, zur Börse heran. Die Trader-Ausbildung kostenfrei, admiralmarkets.de, klicken Sie drauf, dann kriegen Sie alle Details, alle Themen, wie Sie sich anmelden können und ob Sie jeden Tag dabei sind oder sich die Themen Ihrer Wahl herauspicken, bleibt alles Ihnen überlassen. Unser offenes, schönes Angebot für Sie und Sie entscheiden, wann Sie dabei sind. Startet ab 1. September, 18 Uhr. Wir freuen uns sehr darauf. Und zum 1.9. haben wir noch eine andere tolle Nachricht, aber dazu wahrscheinlich erst am 1.9. mehr. Ich sage nur DAX, ich sage nur Bruchstücke, aber Sie haben nichts gehört. 1.9. mehr dazu. Vielen, vielen Dank. Grüße aus Berlin. Bis bald. Bis denn. Tschüss.